Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus unserem Rennsetup von Race Room mit dem RR3033 und dem Fanatec CSL Elite Racing Wheel. Ja, ihr seht es bereits im Hintergrund. Wir sind in Race Room Experience unterwegs auf der Nordschleife. Und zwar nicht nur irgendein Fahrzeug und Strecke, sondern eine Kombination, die es auf jeden Fall in sich hat. Die Nordschleife, die grüne Hölle und da dazu den Volkswagen IDR, das E-Fahrzeug, was am vergangenen Wochenende, meine ich, über die Nordschleife gejagt wurde. Das wollen wir heute in einer Competition, die auch für euch zur Verfügung steht, testen. Wie so ein E-Fahrzeug sich anfühlt, anhört, ist wohl das bessere Wort. Und wir werden hier so gut wie möglich eine Strecke auf den Asphalt zaubern, was zumindest für meine Verhältnisse passt. Ihr kennt mich, ich bin jetzt nicht gerade derjenige, der den Streckenverlauf von der grünen Hölle perfekt ins Detail kennt. Es kann gut sein, dass wir mal ab und zu das grüne küssen werden, aber um das dreht sich es heute nicht, sondern wir wollen auch ein bisschen drüber schnacken, über die E-Mobilität. Wenn wir schon hier mit einem E-Fahrzeug unterwegs sind. Ich muss ja sagen, ich bin fasziniert von der E-Mobilität, seit ich in einem Tesla drin gesessen bin und die Power gespürt habe, die von Anfang an abrufbar ist. Das ist ja eigentlich das Ding, worum sich um die E-Mobilität dreht. Ansonsten könnte ich auch jedes andere Fahrzeug fahren, aber das hat schon in sich. Wir haben jetzt hier zwei Gänge, Spitze meine ich 250 und das halt durchgehende Power. Ihr müsst mal den Tacho beobachten, wie schnell wir auf 250 sind. Das rasselt einfach so nach oben wie nichts. Ich weiß, es gibt Leute, die sind halt wirklich festgefahren und sagen, nee, sowas kommt mir nicht ins Haus. Alleine schon wegen dem Sound. Aber wie ist denn da eure Meinung dazu? Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von so einem E-Fahrzeug? Dürft gerne, na klar, eurem Unmut auch kundtun, wenn ihr meint, nee, ihr braucht den Sound. Ansonsten ist es kein Fahrzeug für mich. Jeder darf seine Meinung verbreiten und vertreten, die er hat. So, jetzt würde ich aber mal sagen, wir genießen mal kurz den Sound und ich bin mal ein bisschen ruhig. Was ich gerade so feststelle, man schaltet irgendwie automatisch immer runter und will Stück für Stück runter bzw. dann hochschalten. Schon genial, muss ich sagen. So, ich glaube, die Hälfte ungefähr haben wir rum. Und rein ins Karussell. Über die Betonplatten. Ja, da scheppert das Fahrzeug auf jeden Fall ordentlich. Aber das ist auch brutal hart und tief ausgelegt. Ich muss auch jetzt gerade gestehen, mit diesem Drive und S, was auch immer S heißt, es jetzt vielleicht Speedgang, keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Ob da mehr Energie abgerufen wird oder wie auch immer, I don't know. Bin ich mal auf eure Kommentare gespannt, was Drive, D und S, Speed, diese Gangwahl zu bedeuten hat.
Ja, so langsam werde ich warm mit dem Fahrzeug. Auf der Geraden, da gehen wir nochmal richtig schön Gas und genießen mal nochmal den E-Sound. Klar, es klingt so ein bisschen wie ein RC-Fahrzeug, aber okay. Ich denke mal, an die 6 Minuten werden wir nicht wirklich rankommen. Nie und nimmer. Aber wäre eigentlich schon schön, irgendwo in dem Leaderboard sichtbar zu sein. Das war nicht, das war knapp. Auf jeden Fall am Limit. Und teilweise drüber hinaus. Ich sollte, glaube ich, öfters mal die Nordschleife fahren, damit ich den Streckenverlauf mal reinkriege ins Blut. So, jetzt können wir aber nochmal schön Gas geben. Die Zeit von Georg Ortner ist jetzt zu Ende. Da seht ihr mal, wie weit oder wie schnell die unterwegs sind, die Jungs. Mein größten Respekt, wie die hier über die Nordschleife und so weiter heizen. Mega, mega gut. Ja, 2,50 Spitze reicht eigentlich allemal. So, und das war unsere erste Runde mit einer 6,51 mit dem IDR über die Nordschleife. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Zeit in der Competition. Ich würde mich mega freuen, da den einen oder anderen vielleicht im Leaderboard zu sehen von euch. Und in dem Sinn würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Abo. Wer es noch nicht getan hat, wie immer, es kostet nichts. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.